Moin, Flexdoc hier. Wir haben von der Firma Uhuru eine wirklich wireless Budget-Maus von unter 25 Euro namens WM08 zum Test bekommen. Seht nach dem Intro, wofür eine Maus in dieser Preiskategorie geeignet ist. Wir haben diese Gaming-Maus schon länger im Blick, da sie irgendwie immer wieder bei den verschiedensten Händlern von verschiedenen Marken auftaucht. Es handelt sich also vermutlich um eine OM-Shell. Wir haben uns aber nie getraut, sie zu besorgen und zu testen. Wir hatten einfach Angst. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt hat Uhuru uns die Maus allerdings unaufgefordert zum Test zur Verfügung gestellt, sodass wir uns entschlossen haben, uns das Ganze einmal anzuschauen. Aber wie immer beeinflusst uns dieser Umstand in keiner Hinsicht und wir testen wie immer vollkommen objektiv und ehrlich. In der Box ist wie zu erwarten die Maus mit einem Ladekabel, da sie wireless ist. Macht Sinn. Zusätzlich liegt noch eine Bedienungsanleitung bei, auf Deutsch oder auch auf Deutsch. Es kommt aber noch besser, in fast fehlerfreiem, gar nicht komischen Deutsch. Das ist selten. Der Anschluss ist Micro-USB, ich höre einige von euch bis hierhin stöhnen, aber die Buchse liegt sehr nah am Rand des Mausgehäuses, sodass auch der ungeschickteste Tollpatsch es schaffen sollte, bei dritten oder beim vierten Versuch das Ladekabel hineinzustecken. Die offensichtlich herausragende Eigenschaft der WM08 von Uhuru ist offensichtlich die RGB-Beleuchtung, die im Preis mit inbegriffen ist. Diejenigen von euch, die unseren Kanal hier folgen und abonnieren, by the way, abonnieren und liken nicht vergessen, wissen, wie viel Wert wir auf RGB-Beleuchtung legen. Und wow, das ist ja mal, das sieht aus wie ein Bienenstock, in dem eine Party gefeiert wird. Wahnsinn. Aber ganz von der Optik abgesehen, ist ja allseits bekannt, dass eine ausreichende RGB-Beleuchtung das Aiming um ca. 25% verbessern kann. Wenn RGB bei euch keine Verbesserung bewirken sollte, dann liegt das daran, dass ihr schon so gut seid, dass auch eine RGB-Beleuchtung keine Verbesserung mehr bewirken kann. In diesem Sinne, über 85% der Views auf unserem Kanal sind von Nicht-Abonnenten. Wenn euch das Video also gefällt, könnt ihr uns mit einem Like für den YouTube-Algorithmus sehr helfen und unseren Kanal abonnieren. Es kostet euch nichts und hilft uns, diesen Kanal weiter betreiben zu können. Vielen Dank. Bevor wir jetzt zu den üblichen Tests kommen, eine kurze Erklärung. Wir berücksichtigen in unseren Tests keine Preise. Es gibt also so gesehen keine offizielle Vieretech-Low-Budget-Liste. Wir erwähnen die Preise nur immer bei den Reviews und haben in unseren letzten Special Awards von 2021 auch einen Sonderpreis für die beste Budget-Maus eingeführt. Wobei Budget in Deutschland ja heißt 40 Euro. Die Viper Mini zum Beispiel ist eine richtige gute Budget-Maus, da sie in den Staaten nur 29 Dollar kostet, also umgerechnet 26 Euro, bei uns aber 39 Euro. Unser Sieger in der Rubrik war dann die Shakun Lite 180, die ebenfalls einen UVP von 39 Euro hat, aber immer wieder für knapp über 30 Euro zu haben ist. Wie auch immer, auch eine Maus von nur 25 oder 40 Euro muss sich mit den absoluten High-End-Gaming-Mäusen von 150 Euro oder mehr messen. Es werden die gleichen Kriterien zugrunde gelegt. Fakten sind halt Fakten und dazu gibt es keine Alternative, auch wenn einige das behaupten. Alternative facts to that. Wie viel Geld jemand bereit ist, für eine Gaming-Maus auszugeben, muss jeder mit sich selbst ausmachen. Fangen wir mit dem Sensor an. Verbaut ist ein uns nicht bekannter Sensor mit bis zu 4800 dpi, was ja ausreichend ist. Alles über 3200 dpi ist eh nicht spielbar, aber es sagt doch einiges über den Sensor aus. Und so sieht das Ganze dann auch aus. Es fühlt sich schon sehr schwammig an, wenn man High-End-Gaming-Mäuse gewohnt ist und spiegelt sich dann auch im Polling Rate Check von soliden 250 Hz wieder. Das sind Office-Maus-Werte. Auf der Uhuru Homepage konnten wir keine Software finden, mit der man eventuell die Polling Rate einstellen könnte. Auch an der Maus selber finden wir keinen Button dafür. Oben ist nur der DPI-Button und diese in den Stufen 800, 1600, 3200, 4800 verstellen zu können. Unten ist nur ein Ein- und Ausschalter und ein Button für die Beleuchtung. Aber wir geben nicht auf. Was ist mit den Klicks? Auf den ersten Klick fühlen sie sich gar nicht so schlecht an. Hält man aber den rechten Mausbutton gedrückt und klickt den linken leicht schräg, was ja beim Aimen bei Ego-Shootern gelegentlich vorkommen sollte, dann bleiben die Buttons aneinander hängen und es gibt ein unangenehmes Knarzen bzw. ein gefühltes doppeltes haptisches Feedback. Ihr wisst, was ich meine. Ihr hört es dann auch.
Von der technischen Seite her gibt es dann auch keine Überraschungen. Mit 180 Millisekunden reiht sich die WM08 am unteren Rand unserer Liste ein. Nun das Gewicht. Da das Gehäuse stark an die G Pro Wireless bzw. GPX von Logitech erinnert, aber mit sozusagen einem zweiten Shell im Gehäuse als RGB-Diffuser, ist mit mehr Gewicht zu rechnen. Und so ist es auch. Mit 88,4 Gramm ist die WM08 nicht wirklich schwer, also man kriegt sie angehoben, ich sogar mehrmals, aber trotzdem ist es jetzt keine wirklich leichte Gaming-Maus. Nun die Seitentasten, die mir immer persönlich sehr wichtig sind, obwohl es natürlich nicht zu den wichtigsten Wertungskriterien gehört. Der Klick hört sich auch hier recht gut an, erstaunlich gut sogar. Deutlich besser zum Beispiel als die Seitentasten der Fnatic Bolt aus unserem letzten Test, aber der Pre-Travel hier ist schon spektakulär hoch. Das Scrollrad hat beim Drehen eigentlich so gut wie keine Taktilität. Der Druckpunkt des Mittelklicks wäre eigentlich okay. Da sich das Rad so leicht drehen lässt, ist ein versehentliches Drehen beim Klicken aber vorprogrammiert. Und dann die Glides. Ihr seht es schon, muss man nicht viel zu sagen. Sie gleiten nicht schlecht, so wie Zoe Glides halt auch. Aber nach heutigen Maßstäben bei Gaming-Mäusen halt, ja, nicht mehr aktuell. 100% PTFE Standard, wärmebehandelte 100% PTFE ist gewünscht. Aber das ist vermutlich bei dem Preis nicht drin. Also bei Zoe eigentlich schon, aber hier eher nicht. Das Gehäuse der Uhuru WM08 fühlt sich auf den ersten Griff recht gut an. Das Coating ist überraschend angenehm und erinnert etwas an die Rocket Nith, falls die einer noch kennt. Die Frage ist natürlich, wie lange das Coating hält, aber das können wir hier jetzt natürlich nicht beantworten. Beim Schütteltest dachten wir dann, oh, Build Quality, was rappelt denn da? Aber es stellte sich heraus, dass es der Dongle war, den wir vergessen hatten herauszunehmen. Ich weiß nicht, was für ein Dongle hier ursprünglich geplant war, aber das Fach ist deutlich zu groß für das Ding. Aber vielleicht habt ihr ja sonst noch irgendetwas anderes, was ihr hier unterbringen wollt. Ein paar Snacks für zwischendurch oder so. Keine Ahnung, euch fällt schon was ein. Auch knarzt das Gehäuse ein wenig, wenn man drauf rumdrückt, was aber so bei der normalen Nutzung nicht unbedingt auffällt. Unser Fazit zur Uhuru WM08. Einige Reviewer haben ja schon extreme Budget-Mäuse mit High-End-Gaming-Mäusen verglichen und so sind die Ergebnisse hier bei uns mit dieser Gaming-Maus nicht sonderlich verwunderlich. Oder sagen wir lieber, es ist eine Maus, macht Klick und bewegt den Cursor. Für ein professionelles Shooter-Genre absolut ungeeignet, aber leuchtet fein und für den, ja, Anwendungszweck etwas Little Nightmares 2 oder sonstige 2D-Plattformer, sicher geeignet, wenn man zur Steuerung nur die Tastatur benutzt. Auch für einen Abend mit entspannten Krimi-Rätselspielen oder für den normalen Office-Betrieb ist die WM08 sicher geeignet und von der verbauten Technik her auch eher dafür vorgesehen. Auf jeden Fall sind einem die Blicke der Arbeitskollegen sicher, wenn man diesen Christbaum auf dem Tisch stehen hat. In diesem Sinne, frohe Weihnachten!